Wir hatten ein paar technische Schwierigkeiten, aber jetzt können wir das Ganze hier durchstarten. Wir sehen aus Chinkens Sicht drei Kills, die kommen. Und aus Stompys Sicht sehen wir einen Late-Game-Kill. Für mich ist es ganz wichtig, wir werden alle ihre 10 Matches anschauen, damit ihr Bescheid wisst. Wir werden alle ihre 10 Matches anschauen und wir werden immer gucken, wie sie zueinander stehen. Warum landen sie dort, wo sie sind? Warum machen sie diese Plays, die sie machen? Auch wenn ganz viel zum Beispiel nicht passiert, gucken wir das uns im Livestream an. Wir werden das aber im YouTube-Video eventuell nicht mit reinnehmen, außer da ist was extra Besonderes, was man auf jeden Fall erwähnen muss. Ansonsten gibt es hier feinste Gameplay jetzt, Action aus dem Spectator-Mode. Kuss geht raus an Epic Games, dass das überhaupt jetzt geht. Aber ein bisschen verbuggt ist es trotzdem. Also. Okay, er gönnt sich direkt einen Baller. Und keine Waffe, sondern jetzt, wo der Gegner weg ist. Sein Mate hat wahrscheinlich gesagt, so, ne? Hier sind welche. K für Replay. Oh, danke, Bruder. Okay. Alles klar. So, die beiden Jungs sind jetzt wieder zusammen. Boah, er no-scoped ihn die ganze Zeit einfach nur. Er hätte auch einfach down sein können, direkt erste Runde. Aber die holen sich hier auch alle Baller zusammen. What the? Guck mal, hier warten sie aufeinander. Ganz stark gemacht. Die warten da natürlich ganz, ganz gezielt aufeinander. Anne? Anne, mach doch nicht sowas! Bitte, Anne! Für diejenigen, die nicht mitbekommen haben, warum ich gerade so reagiert habe, wie ich reagiert habe, gucken wir noch mal ganz kurz Stompys Gameplay zu. So, machen wir Hälfte der Geschwindigkeit. Boom! Erster Rift kommt raus aus der ersten Chest, die er öffnet. Boom! Zweite Rift kommt raus aus der zweiten Chest, die er geöffnet hat. Weißt du warum? Ist. Also, ich verstehe auch nicht, warum ihr das alle nicht versteht. Ist doch klar, warum. Hier ist der Weihnachtsbaum. Das ist natürlich ein Geschenk des Lamas, nicht Gottes. Das Geschenk des Lamas. So, alles klar. Wir können weitermachen. Das Ding ist, ich hing gestern im Bett. Leute, oder nee, Quatsch, ich hing gestern in der Shisha-Bar und dann habe ich mir gedacht, Amar, du willst doch ein besserer Spieler werden. Amar denkt sich, ja, will ich. Und dann dachte ich mir auch noch dazu, Amar, wie kriegst du das hin, dass du ein besserer Spieler wirst? Hm, ich kann von anderen lernen. So wie, warum geht man zur Schule? Ich kann von anderen lernen. Dann habe ich mir gedacht, okay. Amar, alle, die jetzt in die Kommentare schreiben, in der Schule lernt man eh nichts. Ihr habt recht, man lernt Dinge, die man später im Leben meistens nicht braucht. Also ich sag mal so, 70% der Sachen, die ihr lernt, ist Quatsch. 30% könnt ihr behalten. So, und genau über diese 30% rede ich. Ich möchte euch genauso die Chance geben, bessere Spieler zu werden. Und dadurch, dass Stompy und Schinken schon dreifach qualifiziert sind, möchte ich mir deren Gameplay reinziehen. Die sind schon in der Safe Zone, ne? Sie rotieren Richtung äußeren Rand. Warum? Um auf Bäume raufzukommen. Bei 1 Minute 10 sind sie rotiert, obwohl hinter ihnen und vor ihnen Gegner waren. Okay. Und sie rotieren weiter. Sie rotieren Richtung Mitte, sehen auf jeden Fall sehr viele freie Stellen und positionieren sich ganz entspannt. Er baut, Digga, er baut auch so, ja, wenn mich jetzt einer Heavy sniped, ist egal. So baut er gerade. Aber sie bauen, auch nochmal ganz kurz für euch, mit Metall und mit Stein, damit der Gegner nicht so schnell hier reinkommen kann und natürlich auch, dass sie einfach besser geschützt sind. An sich, weil, also sie wollen sich ja selber nicht schützen, sondern sie wollen ihre Baller schützen. Darum geht es am Ende des Tages. Okay, wir sehen's, die Zone ist angekommen. Sie wird jetzt rotieren und die beiden machen ihre Baller schon mal ready. Und ich glaube, sie gehen mit der Zone mit. Okay, jetzt haben sie ihre Bälle beide frei gemacht. Editieren gleich. Raus.
Und sie gehen direkt wieder rein, platzieren ihre Bälle, bauen mit Stein. Und jetzt versuchen sie natürlich selber auch mal Shots zu taken. Jetzt ist es soweit, dass sie selber auch versuchen, Shots zu taken. Bei der Zone, wo es darum geht, wo die ersten Moving Zones kommen. Guck mal, wie sie direkt einfach nur darauf gehen, ihre Bälle zu schützen. Wie ein richtiger Mann. Erstmal meine Bälle. So. Sie bauen hier alles mit Stein nach. Alles bauen sie hier mit Stein nach. Ganz solide sieht das aus. So, mal schauen. Benutzen sie ein Rift oder ein Jump Pad oder versuchen sie es auf die altmodische Methode einfach rein zu rotieren. Also sie wollen aber auf jeden Fall hier die Jungs beim Rotieren stören. Und das machen sie so gut. Guckt euch das an. Zusammen durch ein Fenster. Und dann der Rift. Und dann der Rift. Das ist natürlich auch clever. Für diejenigen, die nicht wissen, warum er das gemacht hat. Er hat unter sich eine Giftfalle platziert. Das heißt, alle, die im Radius von 4 Blöcken nach oben sind, das heißt 4 One-by-One so gesehen nach oben, die werden von seiner Gift-Trap gehittet. Das heißt, wenn jetzt einer versucht, irgendwie auf ihn drauf zu landen, ja, der kriegt dann erstmal zu 100% 80 Schaden Green Life. So. Chinken holt einen Kill auf Reborn Moimel. Was macht er jetzt? Sieht hier das Gebaute und verbindet. Er verbindet das Ganze, damit sein Teammate und er nicht runter explodet werden können. Deswegen bauen sie One Layer. Versucht jetzt hier auch einfach den Gegner zu pressuren. Ich weiß nicht, ob das die richtige Taktik ist, aber das ist deren Taktik. Hat den Gegner auf jeden Fall gepressured. Sie haben noch... Er hat noch 50 Material. Er hat noch 103... Nee, okay, die haben gesplittet. Stompy wieder mit 240 Materials. Okay. Sie wissen, sie dürfen nicht so viel bauen. Sie pressuren hier Aimsons und Fledermäus. Ah, bringt sich selber zum Tanzen. Was macht sein Teammate? Sie bleiben die ganze Zeit beieinander. Sie bleiben die ganze Zeit beieinander. Bloß nicht wegbewegen voneinander. Sehr clever. Die ganze Zeit im Pre-Aim mit der Pump. Das ist krass. Und jetzt versucht er ihn zu jagen. Ja, das macht er sehr gut. Oh, von der Seite. Aber Stompy hat noch nicht mal Schaden genommen, by the way. Stop. Jetzt nimmt er Schaden, aber eliminiert den Gegner ganz entspannt. Ganz, ganz entspannt. Aimsons und Fledermäus, stimmt. Das war das Finale. Aimsons und Fleder hier. Boom. Fallschaden. Stompy und Schinken down gegangen gegen Aimsons und Fledermäus. Das war auf jeden Fall eine krasse Runde von beiden Teams. Ja, da wurden sie halt gerocketed. GG's an dieser Stelle. Also, das war deren erste Runde. Mal gucken, was die nächsten Runden so zu bieten haben. GG's erstmal dafür. So. Moin DJ Mania, was geht? Alle Subs habe ich schon vorgelesen, ne? Ich möchte jetzt mal ganz kurz eine Sache noch in meine... Also, ich weiß nicht, ob wir alle... Also, das sind eh nur 9 Matches. Oh, Digga, 16 Kills. Auch ganz krass. Elf Kills auch. Erster. Digga, das wird halt echt noch spannend. Also, wir haben hier eine geile Runde. Zweite geile... Digga, 12 Kills auch nochmal. Zweite geile Runde, dritte geile Runde, vierte geile Runde, fünfte geile Runde. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, ja, gucken wir mal. Wir müssen trotzdem uns eine Sache davon mal reinziehen, Livestream, weil ich möchte wissen, warum sind sie so geplaced, wie sie geplaced sind. Wurden sie gethirdpartied? Haben sie dumm gepusht? Das ist auch etwas, was ich mir einfach reinziehen möchte. Boah, gute Hits. Wir gucken jetzt hier. Schinken. Holt hier den Typen ganz entspannt. Der hat eine neue Pump natürlich! What? Was sind das immer für ein Loadout, was sie haben? Direkt hier von vornherein. Guckt euch das mal an.
Dein ist einfach down. Oh, Chinken. Das hättest du wissen müssen. Aber egal. So, jetzt versuchen sie natürlich beide hier den Gegner zu pressuren. Oder obwohl... Er versucht sich erstmal zu heilen. Auch sehr clever. Auch sehr clever. Auch sehr... Wow, wird gedownt. Aber eigentlich müsste er das haben. Also YouTube-Kiddy ist halt komplett One-Shot. Versucht hier zu replacen bei dem Gegner. Ja, sollte er auch gleich schaffen. Ja, das ist das Ding durch. Da kannst du nichts machen. Und jetzt haben sie halt das perfekte Loadout. Guck mal, Scar, neue Pump. Scar, neue Pump, Rift Mini. Semtex, alles dabei. Alles dabei. So, jetzt geht's los. Sie werden angeschossen. Ja. Auf dem Präsentierteller kriegt er den Slurp. Er nimmt Shots. Beide nehmen Shots. Das ist halt... Warum? By the way, von wem ich auch gerne eine Analyse machen möchte, ist... das sind die beiden Amis. Zayt und Seth. Ich sage euch mal kurz, was sie da gemacht haben. Das ist Mitte der Zone gewesen. Mitte der Zone. Ich sage euch kurz, es hat sogar irgendwo einen Grund, was sie da machen. Es ist Mitte der Zone. Sie haben übertrieben gutes Loadout und die Gegner werden niemals damit rechnen. Wären Stompy und Schinken gleichzeitig gelandet und hätten den Pump gegeben, hätten sie diesen Fight gewonnen, hätten wahrscheinlich auch die Runde gewonnen. Sage ich einfach, so wie es ist. Für diejenigen, die sich wundern, warum sie keinen Fallschaden bekommen haben, sie haben das Geysir benutzt und sind mit dem Auto hochgeflogen. Das heißt, solange du in dem Auto drin bist, hast du so gesehen die Fähigkeit des Geysirs. Du kriegst keinen Fallschaden. Also ich finde, das ist gar kein verwerfliches Play von denen gewesen. Mensch. Jetzt haben wir uns auch endlich mal eine Runde angeschaut, wo sie jetzt in Anführungsstrichen nicht so gut geplaced haben. Jetzt schauen wir uns wieder eine Runde an, wo sie schön 12 Kills mit einem Sieg rausgehauen haben. Das ist so etwas Schmackhaftes, was ich sehe. 1, 2, 3, fuck it. My darling, I love you, I love you.